Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Wir sind hier gerade dabei, Goblinkrieger niederzumetzeln und hoffen dabei, dass wir nicht diesen Troll da pullen. Ja, das könnte schwierig werden, aber wir lassen nichts unversucht. Nein, nein. So, komm her, du Goblin-Krüppel. Zwei sind's noch. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir die noch killen könnten. Ja. Er reagiert. Wenn wir da zu zweit sein wahrscheinlich. Oh, nicht einmal. Ich habe Glück. Ist nur einer. Au. Oh. Ich dachte schon, der ist unbesiegbar oder so. Was hat denn der jetzt für Probleme? Okay. Irgendwas hat er das jetzt geblockt. Entschuldigung, ich glaube, da hat das jetzt geblockt gehabt. Nochmal! 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 Komm her, du Mistviech. Das war jetzt irgendwie sonderbar. Gut. Vielleicht war es auch deshalb, weil ich weggehüpft bin. Aber das soll ja eigentlich wurscht sein. Ja, schon besser. Na, würdest du treffen? Nochmal. Jawohl. Genau das meinte ich mit dem Mitdrehen. Wenn er das nicht macht, hast du keine Chance, wenn der Gegner hinter dir ist. Hui, das war jetzt wieder eine knappe Nummer, ey. So. Tschüss. Okay. Heilen, und zwar Flotti Karotti. Ja, ein Trankerl gönnen wir uns noch. Ja, dann nehmen wir auch noch drei. Dann hier die Waldbeeren, die können wir auch mal wegsnacken. Passt. Und speichern das Ganze wieder. Hoppala. Diesmal darf ich da oben schon speichern. Ja, genau. Ja, du darfst da oben speichern. Stell dir vor. So, und der letzte von den Watschkern, weil den Troll machen wir jetzt noch nicht. Der ist für später. Goblin Trottel. So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich. Wir haben das jetzt mal geschafft. Wichtig ist, dass ich diese Monster-Schrumpfen-Rolle nicht wegschmeiße oder verkaufe oder sonst irgendwas damit anstelle, weil die brauchen wir dann später für den Riesentypen da. Ich könnte es zwar schon probieren, ihn zu schrumpfen, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass ich das Spiel dann ruiniere. Das möchte ich nicht. So, noch schnell ein paar Bärchen essen. Gut, dann geht es jetzt weiter zum nächsten Schnappilager. Dann haben wir die nämlich auch schon mal alle ausgerottet. Wobei, wir können da noch nach links oben schauen. Dann könnte ich euch das Banditenlager zeigen, weil ich bilde mir ein, da oben sind Banditen. Ich weiß nicht, ob es immer noch... ob es immer noch so ist. Ich speichere immer falsch jetzt aus Gewohnheit. Oder ich will immer den falschen Spielstand auswählen. So. Ich bilde mir ein, hier oben gibt es Banditen. Ja. Sie bringen mich noch nicht um. Sancho, hey du, wo sollst denn hingehen? Wo geht's denn hier hin? Hier geht es in unser Lager. Wir Räuber haben hier das Sagen und Quentin ist unser Anführer. Er kümmert sich darum, dass Ruhe im Lager herrscht. Kann ich reingehen? Klar kannst du reingehen. Einer wie du kann hier sowieso nicht viel anrichten. Okay. Das ist neu. Aber pass auf, was du hier tust, ja? Ein paar von den Jungs sind richtige Mistkerle und werden ihre Freude daran haben, einen wie dir die Nase zu polieren. Wie steht's? Alles ganz ruhig. Die Schnapper unten bleiben schön auf Abstand und im Lager ist alles normal wie immer. Naja, da kann keiner mehr sonst auf Abstand sein, weil die sind ja alle tot. Bevor ich's vergesse. Wenn du ins Lager gehst, findest du am Eingang links eine Hütte. Ja. Das ist die Hütte von Skinner. Ich rate dir gut, ihn schlafen zu lassen. Es ist besser für dich. Glaub mir.
Aha, Skinner? Ja, wir wissen es von Simpsons, dass man Skinner lieber schlafen lässt. Okay, ein Banditenlager. Eventuell eine neue Fraktion, Fragezeichen, aber das glaube ich fast nicht, oder? Also Banditenlager ist falsch. Jawohl, eigentlich schon richtig. Wo geht's denn da jetzt lang? Ohne dass ich mir hier das Genick breche, wollte ich gerade sagen. Whoop. Okay. Hallo, gibt es hier Quests für uns? Hi Logan. du. Hallo, Herr Wolverine. Was machst du hier? Oh, tatsächlich eine Quest. Ich bin ein Jäger namens unseres Lagers. So. Ich sorge dafür, dass hier keiner von uns Kohldampf schieben muss. Snapperfleisch ist zwar nicht das Beste, aber besser als nix. CS klumpert. Können wir handeln? Kommt drauf an, was du zu bieten hast. Also wir hätten eine Menge Graffel. Was hättest denn du? Pfeile. Pfeile werde ich später kiloweise brauchen. Ah, ein Heiltranki wäre auch da. Oh, jo. Ja, warum nicht, oder? Wir haben ja recht viel Zeugs. Die Pfeile brauche ich sowieso. Die kann ich jetzt eh schon mal anfangen zu horten. Das wird später sowieso tonnenweise verschossen. Sobald ich da ein bisschen an Skill habe. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird das überhaupt nie was. Das könnte auch passieren. So, dann schauen wir mal. Was habe ich denn hier? Allein die Waffen. Tonnenweise Waffen von den Goblins, ne? Schau dir das einmal an. Ja, ich kann das Erz ihm auch noch abluchsen. Auf jeden Fall. So. Unbedingt. So. Da, trotzdem zu viel schon. Lol. Okay, gibt es hier irgendwas Schwächeres? Der Langbogen ist auch ein Vermögen wert. Das Rostige könnte ich hergeben. Vielleicht ein Knüppel aus dem Sack. Zwei. Vielleicht hier noch das alte Schwert. Vielleicht noch eine Spitzhacke. Zwei Spitzhacken. Und hier noch die Nagelkeule. Okay, das haben wir schon zu viel. Das alte Ding weg. Da habe ich zwei. Das ist gar nicht so einfach. Habe ich hier. Kann ich die Waldbeere? Ist die? Lol. Okay, die ist auch zu viel wert. Ich brauche irgendwas, was nur vier wert ist. Drei oder vier. Wasser will ich behalten. Vier, ein Apfel, das kann er haben. Jo, so, bitteschön. Hat so ein bisschen Vitamine. Dankeschön, Servus. Guten Tag. Hi Senjan. du. Früher haben die mich hier umgebracht. Hey du, was bist du und was? Wer bist du und was habe ich noch? Das habe ich dich auch nicht gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin neu hier. Ah, so ist das. Dann solltest du aufpassen, wo du dich hier herumtreibst. Ja. Es gibt Leute, die haben etwas gegen neugierige Neue, die ihre Nasen überall reinstecken. Ja. Also, pass auf, was du hier tust. Ja, ist nur ein gut gemeinter Tipp, weil ich bin ja netter. Ich bin ja ganz netter. Friends. Friends? Franco. So. Hi. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Entschuldigung. Ich speichere lieber mal, bevor ich echt noch eine aufs Maul krieg. So. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass die hier nett sind. Weil beim klassischen Gothic, glaube ich, bringen sie dich um. Esteban, den kennen wir auch. Hi, wer bist denn du? Ich bin Esteban. Und ich sag dir was, wenn sich hier nicht bald was ändert, steht der zukünftige Anführer des Lagers vor dir. Was stimmt nicht mit dem Lager?
Ja. Quentin und sein Führungsstil stimmen hier nicht. Quentin ist der Meinung, dass es das Beste wäre, wenn wir weiterhin das neue Lager unterstützen und uns an den, was? Neuen da. Was? Und zwar, wenn wir uns auf Dauer mit dem alten Lager verbinden würden, wäre das mehr von Vorteil. Aha. Die Erzbarone bekommen alle ihre Waren aus der Außenwelt. Und wenn wir unseren Teil davon mitbekommen würden, könnten wir. Tu nicht so schnell, ich kann nicht so schnell lesen. Doch die Überfälle kommen wir zwar auch an Waren, allerdings müssen wir Hälfte davon an neues Lager abgeben. Ach so. Kann ich dir helfen? Ich denke schon. Du müsstest dich mal ein wenig im Lager umhören. Ich muss wissen, wer hier im Lager auf wessen Seite steht. Ah, okay. Eine Quest, das ist immer gut. Sprich mit den Leuten und finde heraus, was hinter mir, wer hinter mir und wer hinter Quentin steht. Bitte. Sobald du jeden befragt hast, komm zu mir zurück und erzähl mir alles. Allerdings gibt es jetzt ein Problem. Die Leute wissen, dass wir uns unterhalten haben. Und die Leute wissen, dass ich gern die Führung des Lagers übernehmen würde. Um jeden Verdacht zu zerstreuen, wirst du dich nach unserem Gespräch einen von mir aufs Maul hauen lassen müssen. Niemand wird anschließend Verdacht schöpfen. Alter! Also, mach dich auf was gefasst. Alter. Steck die Scheiße! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Alter. Hab ich nicht gesagt, dass du dich verpissen sollst? Jetzt gibt's aufs Maul. Alter. Hey, zieh die Waffe! Kümmerliche Vorstellung. Alter, bitte nicht ausrauben. Der wäre auch umgefallen. Bitte nicht. Na. Okay, das reicht. Jetzt reicht's endgültig. Aus. Das mache ich nicht mit. Aus. Nein. Aus, Ende, Schluss. Ich bin ja nicht blöd. Was macht er denn, der Kerl? Ach so, ich drücke ja mal verkehrt die Taste. Nein. Aus. Nein. Nein, nein, nein. Nicht, solange ich so viel Kohle mit hab. Nein, nein und noch dreimal nein. Aus. So, Räuber, Räuber, Räuber. Da drüben pennt der eine, glaube ich. Und was ist hier drin? Wer bist du? Quentin, hallo. Wer bist du? Ich bin Quentin. Ich bin der Chef dieses Lagers und kümmere mich darum, dass hier alles glatt geht. Was ist das hier für ein Lager? Sind das nicht Rüstungen des neuen Lagers? Was ist das für eine Höhle hier? Okay, Lager. Was ist das für ein Lager hier? Das hier ist das Räuberlager. Wir leben von der Jagd und von Überfällen auf das alte Lager. Ich habe vor einiger Zeit ein Bündnis mit Lares, dem Chef des Banditen des neuen Lagers ausgehandelt. Eine Hälfte der Beute kriegt das neue Lager und die an was und wir den Rest, oder was? Sind das nicht Rüstungen des neuen Lagers? Das hast du richtig beobachtet. Vor ein paar Jahren haben wir dem neuen Lager angehört. Allerdings ging mir der Ärger, das sollten auf den Sack. Lee meinte, ach komm, weißt du, wir Banditen sind die einzigen dort, die sich gegen Gomez Leute wehren. Und die Söldner? Vor ein paar Jahren haben wir dem neuen Lager angehört. Allerdings ging mit Ärger zu den. Lee meinte immer, er könne uns Banditen was. Was? Was? Also habe ich die Unabhängigkeit gesucht. Ich wollte einfach für mich allein leben, weit weg von allen anderen. Hier in diesem Tal habe ich die Unabhängigkeit gefunden. Was ist das für eine Höhle hier? Das weiß ich nicht. Ich denke, es handelt sich hierbei möglicherweise um einen eingestürzten Minenstollen.
Oh, das könnte sein, ja. Wenn wir denn frei bekommen würden, hätten wir Erz und können mit dem Lager handeln. Na dann viel Glück beim Buddeln hier. Womit handelt ihr zurzeit? Von allem mit dir, Trophäen, die wir durch die Jagd erhalten. Krallen, Felle, Zähne und alles. Also hat alles einen Wert. Damit kommen wir aber zurzeit noch gut über die Runden. Na dann. Na, die Quest mache ich nicht. Nein, nein, nein. Später vielleicht, aber jetzt noch nicht. Gut. In die Hütte soll ich nicht reingehen. Ich könnte es ja mal trotzdem probieren, ne? So, haben mit Quentin auch gesprochen. Ja, er ist sehr friedlebend für einen Banditen. Skinner! Hallo! Warum weckst du mich? Du hättest mich schlafen lassen sollen. Ich fürchte aber, zum Bereuen ist es jetzt zu spät, da ich dich jetzt umbringen werde. Okay. Er ist ein harter. Oh, oder auch nicht. Also ich bin noch ganz. Okay, gut. Dann hätten wir das auch. Die Quest mache ich jetzt sicher nicht. Ich habe viel zu viel Erz eingesteckt. Da kann mich kreuzweise der Hund. So. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mein Versprechen wahr und gehe zu dem nächsten Snapper-Vorkommen. So. Ah, von den Snappern habe ich noch gar kein Fleisch bekommen. Ist das ein eigener... Wann gibt es das wirklich? Lurkerfleisch gibt es ja. Vielleicht gibt es wirklich Schnapperfleisch. Also Snapperfleisch. Also vielleicht kann man das lernen. Dass man das auch noch looten kann. Dann hätte ich jetzt einen groben Fehler gemacht. Indem ich die alle schon geblättert habe. Aber was soll ich machen? Ich brauche Erfahrungspunkte. Scheißlich ungut. So. So, hüpf. Hüpf. Jetzt sind wir da ein Stück rüber. Also ich bilde mir ein, es müssten da drüben noch ein paar Schnapper sein. Dann können wir auch gleich bei der Gelegenheit die bei dem Fluss noch schnell killen. Und dann fällt mir momentan auch nichts anderes ein. Platsch. Dann fällt mir auch nichts anderes ein. Ja, hierdurch will ich nicht unbedingt laufen. Da will ich schon gern darüber schwimmen. So. Lalila. Oh, wer geht denn hier? Ein Bandit? Warte mal. Tja, ich tue schon wieder verkehrt. So. Warte mal. Hallo? Aiden! Wo geht denn der umeinander? Aber der hat jetzt einen weiten Weg. Okay. Bitte. Solange er mir meine Schnappis am Leben gelassen hat, ist alles gut. Ansonsten muss ich ihn verprügeln. Habe ich zwar keine Chance, aber ist ja wurscht. So. Ja, ja. Und zwar werde ich jetzt gleich als erstes einmal die Schnapper hier am Fluss killen. Und da drüben, da müssten auch noch welche sein. Als erstmal die Schnappis hier. Ah, da kommt er eh schon. Da hat er... Oh, zwei. Nein, einer nur. Oh, shit. Puh, das war jetzt wieder ein Fehler. Naja, was soll ich machen? Pech. Ja, das war jetzt ein Fehler. Ich habe jetzt den unteren nicht gesehen. Hey. Ja, auf den, da möchte ich haben. Den habe ich jetzt nicht gesehen, den unteren. Entschuldigung. Oh mein Gott. Jetzt muss ich wieder weit hatschen, ist eh klar. So klar hier. Der steht auf die Magie. Der mag das. Habe ich schon gemerkt. Da freut er sich schon so, dass wir Mage werden, dass er da schon Spruchrollen permanent anwenden möchte. So, warte, jetzt speichere ich. Das ist mir echt zu weit zu hatschen. Falls ich hier wieder einen Bock schieße. So. Zeit habe ich noch ein paar Minuten, das ist gut.
So. Hallo. Na, bull ich schon wieder beide? Buh. Das muss ich versuchen, irgendwie schlauer zu machen. Ja, das geht. Da haben wir jetzt einen. Das ist super. So, schön warten. Bereit machen. So, die Muskeln anspannen. Und aufs Gusch. Würdest du? Aha, okay. Nein, dann nicht. Mann, ey. Hilft das Muskeln anspannen auch nichts mehr. Scheiße. Sind das drei? Na, es sind eh nur zwei, oder? Übel, 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 übel. So. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Super. Da freue ich mich sehr sogar. Super, super. Haben wir schon Stufe 9? Fehlt nur noch eine Stufe. Dann könnten wir uns schon diesem Trottel stellen. Hallo. Au. Gehört sich das? Nein. Gehört sich nicht. Du Schuft. So, das hat es davon. So, also wie gesagt, da herüben sollten auch welche sein. Ich bin mal so frei und versuche mein Glück hier rüber zu schwimmen. Ah, Warane sind schon mal da. Das ist auch gut. Die nehme ich auch. Warane nehme ich auch. Ist kein Problem. Schau. Ich verdrücke mich immer mit den Speichern. Das braucht jetzt ein Zeitl, bis ich mir das merke, dass ich jetzt oben anfangen darf. So, hallo. Die Herrschaften. Bitte nur einer. Hallo? So. Da kommt auch schon der zweite. Sehr gut. Das lief gut. So, ich brauche jetzt trotzdem mal was zum Essen. Und zwar ganz flotti. Mal was Anständiges wäre gut. Mal ein Fleisch. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. So. Speichern noch fix. Schau. Jetzt aber. Und dann noch fix den Varanda klatschen. Und dann schauen wir uns da oben ein bisschen weiter um. Hallo. Da. So. Da herüben. Gibt es da irgendwas für uns zu mitnehmen? No. Obwohl da. Da sehe ich einen Flammendorn. Psa. Da. Und eine Waldbeere. Sehr, sehr gut. Ja, das sind Schnappis. Das ist auch sehr, sehr gut. Kriege ich noch ein paar Erfahrungspunkte zusammen. Dann werden wir, wenn wir schon hier sind, wieder ins alte Lager marschieren und werden Diego bitten, dass er uns noch was beibringt. Wir brauchen noch ein bisschen Stärke. Dann, wenn uns was übrig bleibt zum Skillen, können wir schon zwei Händer auch schon machen. Das können wir aber auch bei Kord drüben machen. Alter! Gott sei Dank habe ich gespeichert, ey. Hallo? Bitte? Töten Sie dieses Viech. Das kann doch nicht so schwer sein. Essen wir halt noch was. So. Du Rehrbeitel. So. Aber jetzt bitte. Kommen Sie, Sie Ungeziefer. So. Da, 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 da. So muss das ausschauen. Sehr gut. Und dann nochmal was essen.
Nom, 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 nom. So. Bisschen Vitamine, was nehmen wir noch? Wo haben wir noch recht viel? Puh. Ja, ist mal da noch was. So. Das schön speichern. Jo. Und dann gehen wir es wieder an. So. Es wird jetzt schon wieder ziemlich dunkel hier. Da drüben gibt es auch noch ein paar... Wow. Das lief erstaunlicherweise gut. So. Jetzt wird's tricky, weil jetzt da könnte es sehr leicht sein, dass wir Schnappis verlieren. Weil die müssen es schaffen, hier über den, über das Holz zu kommen. Und die meisten sind so deppert und fallen einfach runter, so wie der. Ja. Der ist jetzt höchstwahrscheinlich im Eimer. So. Ich möchte bitte gerne nur einen haben. Ist aber irgendwo recht lustig wieder. Der wird auch runterfallen, weil der ist schon so deppert. Aber der da oben könnte es schaffen. Jui! Mit ein bisschen Glück überleben sie es, dann kommen sie langsam wieder hoch. Der könnte es schaffen. Ja, der ist nicht so blöd. Jo, oder? Oder? Ja, super. Super, haben sie das gemacht. Vorbildlich. So, jetzt werde ich mir aber schnell ein Trankerl gönnen. Zwei sogar. So, und jetzt muss ich mir schnell... Jetzt muss ich noch schnell schauen, ob die Deppen überlebt haben. Gehen wir mal schnell runter. Weil normalerweise sollten sie mir entgegenkommen. Ja. In der Tat. Dann braucht man auch nur mehr einen Schlag und der ist erledigt. Hat seine Vorteile. Und jetzt ist die Frage, ob der andere jetzt auch noch am Leben ist. Ja. Zwei. Oh, zwei sogar. Zwei sogar ist nicht gut. Hm. Ich hätte speichern sollen. Oh, sehr gut. Hat hingehauen, erstaunlicherweise. So. Nice. Lief besser als erwartet. Gut. Dann essen wir noch schnell was. Ja, solche Tricks gibt's, ne? So. Das passt mir nämlich wirklich sehr gut, dass wir das jetzt schon machen. Weil Gorn, der später hier auf uns warten wird, der könnte eventuell hier alle niedermetzeln und wir kriegen keine Erfahrungspunkte und das wäre echt schade. Hier ist nochmal auch noch so ein Kerl. Kommen Sie. Au. Keine Manieren, Gesindel. Da unten müsste ein Bluthund sein, glaube ich. In der Höhle. Da sollte ich mich vielleicht nicht reintrauen. Nom, nom, nom. Aber das passt schon, dass wir hier ein bisschen unsere Items wegsnacken. Weil später können wir damit eh nichts mehr anfangen. Da ist dann eh schon Sense. Da brauchen wir nur mehr Tränke. Als andere heilt zu wenig. So, dann schauen wir einfach mal, ob das noch stimmt, was, wie ich mich erinnere. Dass da hinten... Oh, na, da sind noch Schnappis. Das ist ja hervorragend. Noch mehr Erfahrungspunkte für uns. Das ist mehr wie super. Da speichere ich nochmal zur Freude. Nice. Haben wir noch Zeit? Ja, ein Snappy geht sie noch aus. Und dann ist Schluss für den Part. Komm her. Nur einer bitte. Sehr gut. Jetzt wird es echt dunkel, ne? Ich glaube, ich mache mal kurz Licht, damit ihr auch noch was sehen könnt. Ich hoffe, das geht sie noch aus, bis der kommt. So. Was haben wir da? 5. Oh mein Gott, der kommt schon. Feuerball. Wer will den Feuerball? Ich will Licht haben. So.
Das sollte funktionieren. So. Sehr gut. So. Das ist jetzt, glaube ich, für euch auch angenehmer. So, weggesnackt. Da können wir Flammendorn noch verjausen und zwei. Dann habe ich, schaue ich, dass ich immer zwei übrig habe pro Sorte. Fleisch könnte ich mal braten, einen Haufen. So. Sehr gut. Und dann werden wir jetzt den Part beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!